Zum Thema Potenzen mit natürlichen Hochzahlen. 2 hoch 3 bedeutet, wir multiplizieren diese 2 dreimal mit sich selbst. Das heißt, wir berechnen 2 mal 2 mal 2. Und das macht 8. 2 hoch 3 ist also 8. Minus 3 hoch 5 bedeutet, wir multiplizieren diese Zahl minus 3 fünfmal mit sich selbst. Das heißt, wir rechnen minus 3 mal minus 3 mal minus 3 mal minus 3 mal minus 3 und das macht minus 243. Egal welche Zahl verschieden von 0 hoch 0, das ergibt immer 1. Definieren wir jetzt für egal welche rationale Zahl a und für egal welche natürliche Zahl n gilt a hoch n, das ist a mal a mal a und immer so weiter bis zum letzten Mal a. Und diese Zahl a multipliziert man also n mal mit sich selbst. Für egal welche rationale Zahl verschieden von 0 gilt a hoch 0 ist immer 1. A hoch n nennt man Potenz. Das ist die n-te Potenz der Zahl a. Diese Zahl a nennt man die Basis und diese Zahl n nennt man Exponent. Wie rechnet man mit solchen Potenzen? Schauen wir dieses Beispiel. 2 hoch 3 mal 2 hoch 4. 2 hoch 3, das bedeutet 2 mal 2 mal 2. Dann kommt dieser Malpunkt, da ist er, und dann folgt 2 hoch 4. 2 hoch 4 bedeutet 2 mal 2 mal 2 mal 2. Wir haben also hier das Produkt von lauter Zweier. Und wie viele sind da? Es sind insgesamt 7. Es sind diese 3 plus diese 4. Also macht das 2 hoch 3 plus 4. Schauen wir, was wir am Anfang hatten und was wir am Ende haben. Dieses Beispiel kann sofort verallgemeinert werden zu dieser Formel. A hoch m mal a hoch n, das ist a hoch m plus n. In den Formeln, die hier folgen, ist a eine beliebige rationale Zahl, b ebenfalls, aber verschieden von 0, und m und n sind natürliche Zahlen. Schauen wir dieses Beispiel. 2 hoch 3 hoch 4. Dieses hoch 4 bedeutet, wir multiplizieren die Zahl 2 hoch 3 viermal mit sich selbst, also so. Und 2 hoch 3 bedeutet 2 mal 2 mal 2. Wir schreiben also die dritte Potenz von 2 viermal aus und so erhalten wir diese Rechnung. Hier sind 3 Zweier wegen dieser 3. Hier auch, da auch und da auch. Und wie viele solche Dreierpäckchen haben wir? Insgesamt 4, wegen dieser 4. Also haben wir viermal diese Dreierpäckchen, was also bedeutet, wir haben 2 hoch viermal diese 3. Schauen wir, was wir am Anfang hatten und was wir am Ende haben. Diese Rechnung kann sofort verallgemeinert werden in a hoch m hoch n, das ist a hoch m mal n. Jetzt dieses Beispiel. 2 mal 3 hoch 4. Dieser Exponent, auch Hochzahl 4 genannt, bedeutet, wir multiplizieren 2 mal 3 viermal mit sich selbst, also so. In diesem Produkt können wir alle Faktoren 2 nach links setzen und alle Faktoren 3 nach rechts setzen, weil die Multiplikation ja kommutativ ist. Hier haben wir jetzt 2 hoch 4 und hier haben wir 3 hoch 4. So, wir schauen wieder, was wir am Anfang hatten und was wir am Ende haben und verallgemeinern dies sofort zu dieser Formel a mal b hoch n, das ist a hoch n mal b hoch n. Jetzt noch ein Beispiel, 3 Viertel im Quadrat.
Diese Zahl im Quadrat bedeutet diese Zahl mal sie selbst. Hier haben wir 3 mal 3 geteilt durch 4 mal 4, also so. Das bedeutet also 3 im Quadrat geteilt durch 4 im Quadrat. Schauen wir, was wir am Anfang hatten und was wir am Ende haben. Auch das kann sofort verallgemeinert werden zu dieser Formel. A geteilt durch B hoch n gleich A hoch n geteilt durch B hoch n. Aber Vorsicht, schauen wir uns diese Rechnung an. 3 plus 4 im Quadrat. Wir rechnen zuerst das, was zwischen Klammern steht. Das macht 7. Und 7 im Quadrat ist 49. Aber 3 im Quadrat plus 4 im Quadrat, das macht 3 im Quadrat ist 9, 4 im Quadrat ist 16 und 9 plus 16 macht 25 und nicht 49. Das bedeutet also, dass 3 plus 4 im Quadrat nicht dasselbe ist wie 3 im Quadrat plus 4 im Quadrat. Also gilt auch diese allgemeine Formel nicht, a plus b hoch n, das ist nicht a hoch n plus b hoch n. Vorsicht, Vorsicht, bei Minus geht's auch nicht. Das geht nur bei Mal und bei Geteilt. Vorsicht, dieser Fehler wird häufig gemacht. Schauen wir noch diese Rechnung, 2 hoch 7 geteilt durch 2 hoch 3. Oben haben wir 7 Faktoren 2 und unten haben wir 3 Faktoren 2. Wir können diesen Bruch also sofort durch 2 hoch 3 kürzen und dann bleiben hier noch 4 Faktoren 2. Also macht das 2 hoch 4. Und wo kommt diese 4 her? Sie kommt von da. Am Anfang hatten wir 7 Faktoren und 3 davon wurden abgezogen. Also haben wir 2 hoch diese 7 minus diese 3. So, wenn der Exponent oben größer ist als unten, dann können wir dieses Beispiel sofort verallgemeinern. Also hier, wenn der Exponent oben streng größer ist als der Exponent unten, dann gilt a hoch m geteilt durch a hoch n. Das macht a hoch m minus n. Dann schauen wir noch, wenn es andersrum ist. Hier ist der Exponent unten größer als oben. Wir schreiben zuerst, was diese einzelnen Potenzen bedeuten und können diesen Bruch kürzen durch 2 mal 2 mal 2. Also so. Und dann bleiben unten diese 4 Zweier übrig. Also ist das unten 2 hoch 4. Wo kommt diese 4 her? Sie kommt von den 7 Faktoren minus diesen 3 Faktoren. Also diese 4 kommt von 7 minus 3. Also können wir hier noch schreiben, 1 geteilt durch 2 hoch 7 minus 3. Jetzt schauen wir, was wir am Anfang hatten und was wir am Ende haben und können das sofort verallgemeinern in, wenn der Exponent m von oben streng kleiner ist als der Exponent n von unten, dann gilt a hoch m geteilt durch a hoch n, das ist 1 geteilt durch a hoch n minus m. Wir haben jetzt viele Formeln bezüglich solcher Potenzen. Dazu müssen wir natürlich viele Übungen machen, um uns an diese Formeln zu gewöhnen.